Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Wir sind jetzt 502 aktuell Abonnenten und vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich allen Abonnenten, den neuen und den alten, viel Spaß bei meinem Video. Und zwar, entschuldigt, ich glaube, ich bekomme eine Erkältung, deswegen geht manchmal meine Stimme weg. Ich hoffe, dass sie das Video durchhält. Ja, meine Schwiegermutter war für Clara einkaufen. Wir haben gestern festgestellt, dass sie irgendwie gewachsen ist. Letzte Woche haben die Hosen und die Pullover noch gepasst und jetzt ist das alles irgendwie ein bisschen zu kurz gewesen. Ja, und dann hat meine Schwiegermutter gestern gesagt, gar kein Problem, wir gehen dann Samstag einkaufen. Also heute ist Samstag und war für Clara einkaufen. Ja, wir waren bei Ernstings Family und bei C&A und ich zeige euch jetzt einfach, was sie gekauft haben. Ich nehme das jetzt einfach aus dem Korb raus und zeige euch das nacheinander. Ich habe das nämlich einfach so hier in den Wäschekorb geschmissen. Als allererstes, ganz wichtig, Socken, denn warme Füße sind immer wichtig. Wer kalte Füße hat, der friert am ganzen Körper. Und das ist Größe 31 bis 34 von Ernstings Family für 3,99 Euro. Und die sehen schön lang aus. Das heißt, die kann sie eigentlich auch schön über die Reithose anziehen. Ich finde die Reitsocken, die sind immer so eng am Bein. Und ich finde sie unbequem. Und ja, solche Socken tun es da auch. Eine Skinny Jeans. Jetzt kann ich die schon nicht mehr so einfach in die Kamera halten. Das ist Größe 134. Die ist von Ernstings Family für 17,99 Euro. Ganz wichtig bei Clara ist eigentlich der verstellbare Bund. Die ist so ein bisschen used, ungebügelt. Der Look, ja, die ist aber, also ich würde sie auch anziehen. Hinten die Taschen sehen eigentlich auch aus, als wären sie ewig getragen und nie gebügelt worden. Also ganz praktisch für mich eigentlich, die Bügeln hast, fällt bei der Hose gar nicht auf. Ja, also wie gesagt, ich würde sie auch tragen, ohne Schnickschnack und Klimbim und irgendwas. Ist ja sowieso, da kann man schöne Oberteile drauf anziehen und kein Glitzer und gar nichts stört. Ebenfalls von Ernstings Family, die Pullover sind alle Doppelgrößen 134, 140, das sage ich jetzt vorweg, und die Hosen sind alle 134. So, der ist auch von Ernstings Family für 4,99 Euro in dunkelgrau mit Sternchen und so ein paar Sternchen glitzern. Das sieht man in der Kamera nicht so gut, aber hier, wenn die diese Sprenkelchen darum haben, dann glitzert das und unten dann auch. Ansonsten schlicht und ganz dünn. Perfekt für das Wetter, wenn das zu warm ist eigentlich für so einen Kuschelpulli, aber zu kalt für ein T-Shirt. Ja, der hier, der hat so ein Ombre-Batik-Look. Auch von Ernstings Family für 7,99 Euro mit so einem Hirsch vorne drauf. Forever Free, Wild, Freedom for, ach, Adventure soll das heißen. Ja, schöne Herbstfarben. Auf jeden Fall auch sehr passend für das Wetter. Der fühlt sich sehr bequem an und ist auch nicht zu dick. Noch eine Jeans, auch von Ernstings für 17,99 Euro. Oh Gott, wann ist mein Kind so groß geworden, bitte? Ja, die ist auch ganz einfach, ohne irgendwelchen Schnickschnack, ebenfalls mit verstellbarem Bund und zwei rosé-goldenen Knöpfen. Von hinten ist sie auch ganz einfach so. Und auch die würde ich ebenfalls so anziehen. Jetzt ist Max wach. Moment. Das ist mein Mann hinten zu Max, der ist gerade am Mittagsschlag aufgewacht. Weiter geht's. Man noch von Ernstings Family für 12,99 Euro. Das sind zwei Teile. Deswegen fällt das so ein bisschen komisch, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich das festhalten soll, damit das gescheit fällt. Das ist so ein Tanktop und darüber ist so ein etwas kürzerer Pullover. Das Tanktop ist komplett in diesem Roséton und der Pullover, ihr seht, ist grau mit hellgrauen Sternchen und vorne einem Pferdchen im Muster. Ja, im Moment ist sie total auf dem Pferdetrip und das kam 12,99 Euro und Pferde ist im Moment total ihrs und ja. Dann einmal Unterwäsche, einmal drei Slips für 5,99 Euro und fünf Slips für 7,99 Euro. Ein Unterhemd, das war so ein Doppelpack, das ist auseinandergegangen. Zwei Unterhemden für 7,99 Euro. Das ist einmal hier so beige meliert mit so einem Füchschen vorne drauf. Believe in Magic steht da. Und ja, das ist so Bordeaux-Rot. Auch mit Füchschen, mit Kleinen und einem Wäldchen.
ja, jetzt wo man dann sowieso Pullover anzieht, die nicht mehr ganz so dünn und durchscheinend sind, ist das für, wie hier zum Beispiel, würde man es nicht sehen. Noch ein Doppelpack und da seht ihr Pferde, nochmal beschmiert mit Bibi und Tina. Auch ein Doppelpack für 9,99 €. Und ein blaues mit Sternchen, auch mit Bibi und Tina vorne drauf. Und noch mehr Pferde. Den hat sie sich definitiv selbst ausgesucht. Der ist von C&A, 7 Euro kam der. Steht 9 Jahre drauf, mein Kind ist 7. Ja gut. Das sind so Wendepailletten. Die könnte man auch selber tragen. Allerdings ist dieses Pferdchen Pinkie Pie und hat ja, glaube ich, eine pinke Mähne. Ja. Als Mädchenmama muss man sowas ja schon mal mitgucken. Jetzt seht ihr oben so Rüschen und dann steht da nochmal Pinkie Pie, der Name von dem Pony. Das müsste, ja genau, das ist die Serie My Little Pony, glaube ich. Ja. Noch ein blauer Pullover, die Sachen, die jetzt kommen, sind überwiegend, glaube ich, alle von C&A. Der hier dann ebenfalls, ist es für 5 Euro, ganz dünn, weiß mit blauen Sternchen. Girls Rule the World. Der ist eigentlich ganz süß, der ist hier an der Seite so gerafft. Mit so Schleifchen auf der anderen Seite auch. Einmal ganz praktisch so eine Hoodie-Jacke mit Kapuze. Und die Kapuze ist von innen, seht ihr da, ist total weich und kuschelig. Das ist auch perfekt bei dem Wetter morgens. Entweder dann über ein T-Shirt oder über so einen dünnen Pullover, das reicht vollkommen. Das ist hier ist ganz normal so Teddy-Fleece, nennt man das, glaube ich. Das ist hier, das ist so super kuschelig. Und ich mache das mal auf. So ein bisschen rund um den Reißverschluss ist das auch. Dann ist das vorne nicht so kalt. Die ist auch von C&A. Die kam 15 Euro. Oh, die ist ganz weich und bequem. Also bequem kann ich nichts zu sagen eigentlich, aber ganz weich. Und wirklich super für das Wetter morgens. Bequemer als so eine Regenjacke oder so. Oder so eine Softshelljacke. Hält trotzdem genug warm im Moment noch. Und eine letzte Jeans für sie. Von C&A, auch in 134. Die hat die auch einen verstellbaren Bund. Jawohl, die hat auch einen verstellbaren Bund. Und die kam 7 Euro. Habe ich irgendwo eine Hose vergessen? Da war doch eine mit so Mustern an der Tasche. Ah ne, hier, die von C&A. Die von Ernst's Family. Diese ungebügelte Hose. Die hat hier noch so ein Muster an den Hosentaschen. Genau, ich wollte sagen, da war doch irgendeine, die gemustert war. Ich weiß nicht, seht ihr das? So dreieckig, das steht überhaupt nicht scharf. Jetzt, glaube ich. So. Und zurück zu der Hose von C&A. Ich bin ein bisschen unorganisiert gerade, glaube ich. Ich habe das Video eben schon mal gedreht, saß beim Esszimmer. Und dann ist ständig die Sonne, die ist gegangen. Und dann war es dunkel, dann kam die Sonne wieder und dann war es super hell. Und irgendwie sah das beim Schneiden auf dem Laptop nicht so gut aus. Allerdings habe ich vorhin auch viel länger gebraucht für das Video. Aber die Videos müssen ja nicht immer ewig lang sein. So, die war auch größenverstellbar. Ja. Größenverstellbar in der Weite. Länge ist 134. So, ewig lang. Und die ist ganz einfach blau, ohne irgendwelchen Schnickschnapp. Kam, wie gesagt, 7 Euro. Dann waren wir heute Morgen bei Decathlon für Max. Und haben einen Gummistiefel gekauft, haben aber für Clara auch Reithandschuhe mitgenommen. Die kamen, glaube ich, 2 Euro oder 2,99 Euro. Wir hatten schon mal welche gekauft für sie, die waren aber viel zu groß. Die sie hat, ist, glaube ich, Größe 6, nee, 8 bis 9 oder 7 bis 8. Ja, die hier sind jetzt Größe 4 bis 6 und die passen wie angegossen. Und ja, das hatte der Reitlehrer auf jeden Fall empfohlen. Ich habe auch welche, weil ich das angenehmer finde. Falls mir das Pferd doch mal irgendwie die Zügel durch die Hand zieht oder so. Man weiß ja nie. Pferde haben auch ihren eigenen Kopf. Jedenfalls, die sind eigentlich auch ganz schön. Die oben mit diesen pinken, die sind einfach zum Reinschlüpfen. Die brauchst du nirgends aufmachen. Haben dann hier an Daumen und an dem kleinen Finger, da wo die Zügel dann durchlaufen, so kleine Kunstledereinsätze. Und da steht zwar eine 12 drauf. Warum man da eine 12 drauf steht, aber Hauptsache, sie hat Reithandschuhe. Dann haben wir für Max noch Socken mitgenommen. Das ist Größe 6. Nee. Was haben wir da für eine Größe? 23 bis 26. Und die sehen auch schon aus wie Socken für Große. Das ist total süß. Die sind so beige-grau. Und die gleichen, das war so ein Doppelpack auch für 2,99 € in grau-blau. Und Gummistiefel.
Wir waren letzte Woche reiten, beziehungsweise ich war reiten am Donnerstag und es hat ja super geregnet und es war überall matschig, klar, im Reitstall, da ist überall Sandboden und so. Ja, und es war super matschig und wir wollten dann Max in seinen guten Schuhen nicht durch die Matschepfützen laufen lassen, weil er wollte dann Matschepfützen hüpfen, wie Peppa Wutz. Er steht im Moment total auf Peppa und Wutz. Wutz ist der Nachname. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und die hüpfen ja immer durch Matschepfützen. Und er hat zwar Gummistiefel, aber nur im Kindergarten, weil wir die dahin gegeben haben. Und braucht dann halt für zu Hause noch welche. Ich habe dann auf der Internetseite gesehen von Decathlon, dass die so quietschgelbe Gummistiefel haben für 4,99 Euro. Die gab es natürlich nicht, die waren ausverkauft. Also gab es ganz schlichte schwarze, andere gab es auch gar nicht. Ich glaube nur noch lila, aber auch nur größer. Nicht, dass ich meinem Sohn keine lilanen Gummistiefel anziehen würde. Das war jetzt auch kein quietschlila, wo du sagen würdest, nee, das ist nur Mädchenfarben. Aber es gab tatsächlich in seiner Größe nur die schwarzen. Und die sind Größe 25, 26 und kamen 5,99 Euro. Die passen echt super. Eigentlich hat er 23, 24, aber die Gummistiefel, die passen echt gut. Und die sind super weich. Und ehrlich, die sind viel weicher als die, die wir für den Kindergarten gekauft haben. Meiner Meinung nach. Und die waren von Deichmann und waren auch viel, viel teurer. Die kamen, unglaublich, ungefähr das Dreifache, glaube ich. Ja, nicht ganz. Ich glaube, 12 Euro haben die gekostet oder sowas. Ja, und die hier, die kamen halt 5,99 Euro und es sieht total niedlich aus mit den schwarzen Gummistiefeln. Ja, das war's auch schon. Ich bin der Oma jedenfalls sehr dankbar, dass sie Clara mit so vielen Klamotten ausgestattet hat. Wenn die Kinder dann doch plötzlich von einem Tag auf den anderen gefühlt wachsen und die Klamotten alle zu kurz sind. Ich glaube, wir können 90% der Hosen von Clara jetzt aus dem Schrank hauen. 3 Jeans, damit kommt sie erstmal eine Weile. Ist ja nicht so, dass sie nur Jeans anzieht. Wir müssen auf jeden Fall aber auch noch dünne Strumpfhosen kaufen, denn diese dicken Thermostrumpfhosen, die sind bei dem Wetter ja viel zu dick. Also ich würde sie noch nicht anziehen, obwohl ich jetzt auch eine Taubo-Leggings anhabe. Weil ich hier so einen langen Pullover, der geht fast bis zu den Knien. Und ich hatte nur so eine, ja nicht ganz Thermo, aber so Thermo-ähnlich. Wobei mir das auch schon zu warm ist. Fast. Ja, wir müssen auf jeden Fall nur dünne Strumpfhosen kaufen, da kann sie auch ihre ganzen Kleider wieder anziehen. Weil Kleid mit Leggings, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, ich werde jetzt auch gleich die ganzen Zettelchen abmachen und werde die Sachen waschen und dann kann sie Montag endlich mit neuen Klamotten in die Schulwoche starten. Wir werden dann nachher auch noch die ganzen alten Sachen aus dem Schrank rausnehmen. Und dann ist, glaube ich, auch wieder die Hälfte des Schranks mehr Platz. Demnächst ist dann auch Max dran, dem werden langsam die Hosen auch zu kurz. Mit Schuhen geht's noch, da sieht es noch okay aus, aber ohne Schuhe sieht man schon, dass die Hosen schon zu kurz werden. Ich bin ganz froh, dass jetzt im Herbst die Schuhe ein bisschen höher sind. Es passt alles noch von der Weite und so, aber die werden halt langsam so ein Ticken zu kurz. Aber da, wie gesagt, das machen wir dann demnächst in Ruhe und ja, der braucht für den Kindergarten ja dann doch ein paar Sachen mehr. Also nochmal vielen, vielen Dank für alle neuen Abonnenten und natürlich auch die alten, dass ihr mich abonniert habt. Nicht immer nur bei den neuen Abonnenten bedanken, natürlich auch bei den alten, die schön bleiben und viele meiner Videos gucken. Ich weiß ja, dass wahrscheinlich nicht jeder jedes Video von mir sieht, aber trotzdem vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr einfach treu seid und mich nicht deabonniert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr meinen Kanal gefunden habt, das würde mich echt mal interessieren. Aber irgendwie, ja, wie ihr einfach auf meinen Kanal gestoßen seid. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, denn das ist kostenlos. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr meinen Kanal gefunden habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.